Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und die linke Hand kommt jetzt dran. Ihr seht, ich bin wieder im Tattoo-Studio. Wolle macht die Matrize jetzt fertig. Und ich sag mal, lasst euch überraschen. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. So, Leute. Ich habe jetzt den ersten Vordruck drauf. Jetzt haltet euch mal fest. Ich mache mal die Kamera nach unten. So, wie ich euch gesagt habe, Totenkopf. Den seht, kann man ja so leicht erkennen. Und hier oben, das was rot und schwarz ist, das ist frei handgezeichnet von Wolle. Ohne Scheiß, Leute, frei handgezeichnet. Ohne Vordruck, ohne was. Man kann noch nicht wirklich was erkennen, denke ich mal. Also ich kann es ein bisschen erkennen. Das wird die Weltenesche Yggdrasil, so wie es aussieht. Ja, so wie ich es wollte. Und das werden wir dann in die Schattierung vom Totenkopf mit einarbeiten. Ich bin da mal verdammt gespannt. Das sieht jetzt schon so richtig geil aus. Ja. Ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden. Also hier ist der Totenkopf. Der wird diesmal auch wieder ein bisschen weiter vorkommen. Seht ihr das? So ein bisschen was. Der ist ja auch nur so ein bisschen. Ja. Wird ein etwas anderer Totenschädel werden. Ich bin dann erstmal raus und wir sehen uns nachher wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Und ich mache mal nach unten, dann könnt ihr schon mal sehen. Wir haben jetzt hier schon die Outlines drauf. Da könnt ihr jetzt schon erkennen, dass da ein Totenkopf ist. Und hier der Lebensbaum. Und der geht dann schön in den Totenkopf über. Ja, sieht doch schon mal ganz annehmlich aus. Ich halte euch, wie ihr sagt, auch weiterhin auf dem Laufenden. Wir machen jetzt erstmal noch weiter und dann Wolle macht gerade eine Raucher-Kaffeepause und dann geht es auch gleich weiter und dann mache ich nachher nochmal kurz ein paar Sekunden und halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. So, und wir haben jetzt eine richtig lange durchgezogen. So, da seht ihr, dann ist der Totenkopf. Wir haben grüne Schattierungen, also Schattierungen drin und ein bisschen Grünstich hat Wolle drin gemacht, weil er das gut findet. Kommt noch weiße Akzente drin, also weiße Linie macht er noch drin, wie beim anderen Totenkopf. Der Baum ist relativ fertig. Den ziehen wir nächstes Mal weiter, wenn die Raben dann fertig sind. Also müssen ja nochmal nachgestochen werden und hier oben kommt ja auch noch was. Und da überlegen wir uns dann noch, wie wir das mit dem Baum da am besten noch mit einarbeiten können. Dass der vielleicht noch weiter hochgezogen wird oder noch was dazu kommt. Hier kommt noch eine Schlinge ran am Baum und so. Jo, Kreislauf hoch ganz langsam. Am Ende ist nicht so fett geschwollen wie letztens. Na, mal gucken, was noch kommt. Ich mache jetzt erstmal einen Cut und nachher, wenn wir komplett fertig sind, mache ich nochmal. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Ihr habt gemerkt, das Video ist heute relativ kurz geworden. Und ich bin jetzt schon nicht mehr im Tattoo-Studio, ich bin jetzt zu Hause. Grund dafür, wir sind gut vorangekommen, wir haben nur richtig schön durchgezogen, haben gut, so gut wie keine Pause gemacht. Und ich mache ja immer meine Videoaufnahmen in den Pausen. War ich auch ganz froh drüber, weil das hat ganz schön gezeckt. Ich zeige euch auch gleich das Ergebnis. Ich habe auch die Folie jetzt schon abgemacht, weil ich sollte diesmal halt die Folie etwas früher abnehmen und dann halt schön abwaschen alles und jetzt trocknen lassen bis morgen. Zeige ich euch mal das Ergebnis, könnt ihr denn schon ein bisschen was sehen. So, das ist, ich habe es ja auch bei Facebook geteilt, das ist sozusagen der Totenkopf, ja, schön zwischen den Finger gezogen, alles Gold ja auch. Ja, und wir haben wir einen Grünstich, im anderen Tattoo ist ja ein Rotstich drin. Und der Grünstich deswegen, also Türkis, das ist Wolle eingefallen und bin ich ganz glücklich drüber. Ich konnte mir erst Janisch drunter vorstellen. Ja, und hier ist der Baum. Also die Weltenesche Yggdrasil, das wird dann auch noch hier weiter gezimmert. Das haben wir jetzt nur offen gelassen. Also die Schattierung, also das Weiße hat er auch nur bis hierhin gemacht. Das heißt nicht nur schwarz und schattiert, das ist bis hier weiß. Das hier oben haben wir offen gelassen, dass wir später besser daran anbauen und anknüpfen können. Wir werden die Äste wahrscheinlich bis hier hoch zimmern und hier so ein bisschen durch den oder hinter den Raben noch machen, so dass wir das hier schön voll kriegen und dann werden auch so ein bisschen leicht grüne türkise Stellen gemacht. Er hat ja auch mit Türkis schattiert und so. Ich bin der Meinung, das sieht richtig geil aus. Mit den weißen Schattierungen von innen nach außen und so kommt mega geil. Also das ist richtig was geworden. Ja, und habe ich irgendwo gleich gesagt, hier will ich auch noch ein bisschen mehr weiß drin, weil das kommt hier richtig genial. Ich zeige es euch nochmal. So, wie gesagt, da ist der Totenkopf. Richtig schön, alles voll. Und hier rum jetzt auch. Ja, das hat schön gezeigt, sage ich euch.
Und dann geht das hier richtig genial in den Totenkopf über, so wie ich es wollte. Dass die Weltenesche praktisch in die Schattierung des Totenschädels mit übergeht. Das hat Wolle richtig genial hingekriegt. Sind auch schön viele Wurzeln, so wie es sein muss bei der Weltenesche. Oh, mein Kreislauf ging dann zum Ende. Ja, zum Ende ging mein Kreislauf dann ein bisschen weit in den Keller. Ich habe mich dann hier zu Hause nochmal hingelegt, meine Tochter geholt und dann hat sie gesagt, Papa, leg dich mal hin, du siehst nicht gut aus. Ja, dann habe ich mich hingelegt und bin dann nochmal weggeknatzt. Also ich bin nicht ohnmächtig geworden, also ich bin dann nochmal anderthalb Stunden eingepennt. Die Kleine hat mit ihrem DS gespielt, dann kam sie, Papa, und dann war ich auch gleich kerzengerade. Ja, ihr fällt's auch, mir fällt's auch. Das sieht so richtig, richtig hammergeil aus. Das ist so richtig genial gelungen. Mit den Schattierungen, wie das ausläuft und so. Also ja, und mit hier unten, das ist auch noch ein bisschen Türkis drin. Also das seht ihr jetzt bestimmt ganz schlecht, weil das hier schwollen ist. Aber doch, jetzt seht ihr das. Ja, da ist auch noch Türkis drin. Da ist ein bisschen mehr Türkis drin, als was ihr jetzt seht. Und hier auch Türkis auslaufen lassen. Hier an der Seite Türkis. Ja, und das wiederholt sich dann halt später nochmal im Baum der Türkis. Und hier kommt dann auch noch eine Schlinge, will ich hier noch dran haben am Baum und so. Ich konnte mir erst, wie gesagt, gar nicht darunter vorstellen. Den Baum übrigens, den hat Wolle, also mein Tätowierer, freihand. Der hat, also zu dem Totenkopf, hat er eine Matrize gemacht. Die haben wir angepasst. Die hat er so leicht schräg gemacht, hat er gesagt, na, vertrau mir mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass der so leicht schräg ist. Ja, so ein bisschen. Ja, hat er gesagt, vertrau mir mal, kommt auch richtig geil, also gerade wird nicht so gut gekommen. Und er hat dem, das, was hier oben ist, mit einem roten Stift. Entschuldigung, was hier klappert, das ist mein, so, das ist mein Wäscheständer. Dann hat er praktisch, so, pass auf, jetzt zeige ich euch hier, bis hier oben, bis etwa hier und, ja, bis hier unterhalb meines Fingers, war die Matrize vom Totenschädel. Und dann hat er hier einfach rote Linien hochgezogen. Und Kreise gemacht und ich dachte, was soll das denn werden? Nimmt er noch einen schwarzen Stift? Dunkelblau, nee, doch schwarzwacher. Und hat dann hier so einen diesen Halbkreis gemacht und dann halt so Striche. Dann halt hier nochmal, hier so ein bisschen da und da und. Und ich dachte, was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Also für einen Baum, wie ein Baum sieht das für mich nicht aus. Ein Baum zeichnet man und dann hat man da so Äste und sowas. Und ich habe da nichts dran gesehen. Und ich habe aber Vertrauen zu meinem Tätowierer, nochmal betonen, absolutes Vertrauen. Und ich wusste aber nicht, was das werden soll. Ich dachte, das sieht ja komisch aus. Oben die Äste konnte man ein bisschen erkennen, aber unten, wie das übergeht. Und dachte, hä? Und hat er angefangen, und die Outlines gemacht und dann hat er die Outlines auch vom Toten, die nach oben hin gemacht und von der Weltenesche und dachte, ach, das ist der Stamm, das ist dit, ach, da oben, ah, okay, das ist dit. Aber ich konnte mir immer noch nicht den Übergang vorstellen, wie er dit schaffen will, dit hinzukriegen. Aber der Baum hat dann schon nur durch diese Outlines leicht Form angenommen und da dachte ich, krasse Scheiße, nur durch rote Linien, also das waren dicke rote Linien, ein paar dünne rote Linien, ein paar gegenüber Kreuz hier oben auch. Ich dachte, wie sieht man da durch? Und dann fängt er da an und dachte, geil. Und dann hat er dann die Schattierung dann zum Schluss, also wir haben ja erst mit dem Totenkopf angefangen, haben uns dann nach oben gearbeitet, also erstmal so im Halbkreis rumgearbeitet, dann nach oben gearbeitet. Und dann hat er das gemacht und dachte, Und dann hat er dann hier die Schattierung, sagt er, ich mache jetzt die Schattierung nach innen, runter und hier im Baum mache ich die Schattierung von außen nach innen auslaufend. Und dann hat er dann zum Schluss dann diese weißen Akzente, also das, was ihr jetzt hier seht, das, was so hell ist, das ist wirklich weiß, genau wie hier. Ja, kommt das nicht mit dem Augen, kommt das nicht so richtig geil rüber, das ist so richtig giftig, ey. Und dann hat er denn die weiße Schattierung gemacht, dachte ich, Halleluja. Und dann hat man auch den Übergang so gesehen, wo ich denn mich selber fotografiert habe, wo ich gesagt habe, mach mal Foto für Facebook. Weil vorher, wenn du so raufguckst die ganze Zeit, du siehst denn zwar hier so die Krone vom Baum, du siehst den Stamm und du siehst auch, dass es so ein bisschen ausläuft, aber du siehst hier unten, das ist, wenn du von oben raufguckst, so die Wurzeln, ich zeig euch das so.
Also wenn man so von oben ruf guckt, der sieht diese Fläche hier, die sieht einfach nur konfus aus. Also man sieht so oben ruf, dann sieht man, dass da schwarze Linien liegen, Schattierung und ein bisschen weiß, aber man ist ein Heil so durch ein... Oh, Entschuldigung, Kamera abgeschmiert. Wenn man da so ruf guckt, sieht man halt ein paar schwarze Linien, ein paar weiße Linien und ein bisschen Schattierung. Aber es ist ein Heil so durcheinander, ein totaler Wüst. Und wenn man dann ein Foto sieht, wenn man von vorne ruf guckt, dachte ich, oh, da habe ich dann erstmal so die kleinen Wurzeln, auch dass das hier, Sie sehen, dass das hier so Wurzel ist und hier so, da. Ja. Und das ist jetzt fertig. Das wird jetzt abheilen lassen. Ja, ich soll es jetzt erstmal nicht eincremen. Ich soll erst morgen eincremen, weil ich bei dem Tattoo ein bisschen Probleme hatte, weil es ziemlich doll angeschwollen ist und viel Farbe rausgegangen ist. Das hat auch ein bisschen mehr gezeckt, muss ich sagen, als das. Also das hat nicht so doll gezeckt wie das. Aber ich mache drei Kreuze, wenn das jetzt alles abgeheilt ist. Ist auch nicht so dick wie die andere. Es ist dick, will ich gar nicht abstreiten. Seht ihr, dass die dick ist? Ja, seht ihr. Wenn ich die andere Hand dazu verhalte, ja. Ihr seht, dass die dick ist, aber nicht so dicker Klumpen wie die Hand damals war. Damals, ist auch gerade mal einen Monat her. Ja. Auch schön auslaufen lassen. Ja. Geil, also ich bin megamäßig begeistert. Mein Bruder findet, es ist zu viel Farbe. Ich finde das okay so. Ich mag diese Farbakzente. Und Wolle und ich, wir verstehen uns da. Er weiß, dass ich nicht ein quietschbunte Tattoo haben will. Aber halt ein paar Akzente müssen rinnen, dass man... Ja, und das finde ich, ist, hat er mir super umgesetzt. Auch mit den Raben, die werden jetzt auch nochmal... Scheiße, kann ich jetzt schlecht zeigen. Habe ich ja mein Bild gesagt, wie ich das haben will. Habe ihm das gezeigt, so und so und das und das und das und. Und hat er da losgelegt und dann hat er ja dann mit Kammer mit Lila an. Sag ich, was willst du mit Lila? Schwarz. Und dann sagt er auch, naja, die sind nicht alle schwarz. Die sind auch Lila, Rotton und so. Und dann beim Stechen, ich habe ja auch Fotos für Facebook und so gemacht, haben wir dann am Ende nochmal uns die Fotos angeguckt von der Session der Wolle und Ecke. Und da waren Fotos mit bei von dem Kopf von dem Raben. Also wo man den Kopf sieht. Und da kam eine Blut schon so ein bisschen durch. Am Ende der Sitzung. Und da war der Kopf denn hier vom Raben. Das. So. Sieht man das? Ja. Ich hoffe, ihr seht das. Hier ist der Kopf vom Raben. Und da war hier so oben, unten und hier so im Schnabel so und die Augen rum. So ein leichter Braunfilm. So ein Braunschimmer war da. Müsst ihr mal gucken, die Bilder sind ja bei Facebook zu finden. Ja, komm, wieso will denn hier... Die Bilder sind bei Facebook auf jeden Fall zu finden. Ist doch nicht. Das macht meine Kamera hier, mein Stativ, was das will so. Die Bilder sind auf jeden Fall bei Facebook zu finden. Ach, jetzt habe ich es ja zu fest gemacht. So. Und das hat uns so gefallen, dass wir gesagt haben, wenn wir nachstechen... Dann auf jeden Fall machen wir diesen kleinen rotbraunen Stich in den Kopf rinnen, weil das hat uns gleich von Anfang an beiden gefallen. Weil uns kommt ja auch beim Tätowieren kommen uns ja Ideen. Mensch, das könnte man so lange noch machen, das könnte man noch so machen. Und genauso wie mit den Raben, Mensch, den rotbraunen Stich machen wir noch. Wir haben uns auch überlegt, hier unten, wo's in den Schwanz übergeht. Heißt das Schwanz? Beim Vogel? Nee, heißt nicht Schwanz. Heißt anders, keine Ahnung. Haben wir uns auch überlegt, da machen wir noch ein paar Akzente drin und so. Ja, das war's auch jetzt erstmal für heute. Würde ich jetzt sagen, ich quatsch mich wieder um Kopf und Kragen. Ich werde demnächst dann nochmal, wenn die Hände so jetzt erstmal voll sind, in der Sommerpause, wo ich dann 2 Monate nicht tätowieren werde, leider. Also ich muss auch sagen, ich habe Bammel gehabt vor dieser Hand, weil die Hand ja schon wehgetan hat. Aber ich habe mich auch darauf gefreut. Also war beide zur gleichen Zeit. Ich habe Angst vor dieser geschwollenen Hand, oder nicht mal vor dieser geschwollenen Hand, alleine die Schmerzen beim Tätowieren. Aber ich wollte doch unbedingt. Es ging nicht anders. Na, Mosi? Na, geh hinter. Willst du oben rein? Na, komm her. Ach. So. Die ist im Blumenkasten jetzt drin und läuft hier lang. Ja. Auf jeden Fall werde ich in der Sommerpause werde ich auch auf jeden Fall, wir haben auch diesmal die Outlines, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ja, wir haben die Outlines etwas dicker gemacht, weil das zum Motiv besser passt. Hier waren die Outlines, ihr seht es am Torshammer, relativ dünn, also der Torshammer ist jetzt noch nicht fertig, wie gesagt. Hier sind sie relativ dünn und hier haben wir jetzt so etwas gröbere Outlines gemacht. Das seht ihr, denke ich mal, na, da oben seht ihr das nicht, aber hier so am Baum seht ihr das. Ach, hier oben seht ihr das am besten, ja. Also da haben wir etwas dicker gemacht, weil es zum Motiv am besten passt. Und das ist ihm auch richtig gut gelungen. Ihr müsst mal die Schattierung heute mal. Oh,
Ist richtig genial geworden. Richtig geil. Wie gesagt, in der Sommerpause werde ich dann nochmal ein Video machen und euch die Tattoos, die bis dahin schon fertig sind, nochmal zeigen, wenn sie komplett abgeheilt sind, weil die ist ja auch noch geschwollen, die Hand, und die Raben werden jetzt nochmal nachgestochen. Das wird nochmal gemacht. Der Torshammer geht ja noch weiter. Die Schattierungen müssen nochmal gemacht werden. Warte mal. Hier. Da. Ist er. Und ja, ist halt blöde sozusagen. Ja, die Schattierungen müssen nochmal gemacht werden und ja. Also das ist nicht entzündet, das ist rote Farbe. Und der Totenkopf muss auch nochmal nachgehackt werden. Das kommt jetzt auch alles. Wir machen am 24. diesen Monats, nee, 22. habe ich den nächsten Termin, kommt auch noch was Neues. Da wird nicht nur rein nachgestochen, wir werden die Raben nachstechen und es kommen zwei neue Tattoos. Aber diesmal nicht auf der Arme, diesmal am Bein und wahrscheinlich am Hals. Müssen wir mal gucken. Woll hat gesagt, ich soll ruhig treten, nicht so viel zur gleichen Zeit. Der Kreislauf, der Körper. Aber ich denke mal, das am Hals ist noch zu verkraften. Ich freue mich schon. Und die Rahmen machen wir auf jeden Fall nach. Und dann mal gucken, was wir noch Schönes machen. Du sollst nicht so rüber gucken. Was wir noch Schönes machen. Und nächsten Monat, also am 21., 22. habe ich, nee, 21. habe ich Termin. Nächsten, dann machen wir auch gleich den Termin für nächsten Monat. Dann machen wir vielleicht zwei Termine. Und dann machen wir auch gleich den Termin für August. Ach Quatsch, September. Wenn die Schule anfängt, weil dann ist von Juli an, das ist wirklich Juli, ist das letzte Mal, wo ich zum Tätowierer gehe, ein oder zweimal. Und dann ist bis September Pause, dass ich mit meiner Tochter Bahn gehen kann und alle drum und dran, weil das macht sich mit einem frisch gestochenen Tattoo nicht so gut. Und dann geht es ab September weiter mit vom ersten bis zum letzten Stich. Ich hatte auch als kleine Randbemerkung, also es wird bei den Beinen, wenn wir hier mit den Armen fertig sind, geht es bei den Beinen weiter. Und ich habe mich entschlossen, ich werde wahrscheinlich nicht nur die untere Hälfte Waden so machen. Ich werde wahrscheinlich die Beine komplett machen. Mir sind da so ein paar Ideen gekommen. Und dann kommt der Rücken dran. Also die Serie geht noch etwas und noch etwas länger. Für vorne habe ich auch schon ein großes Bild gefunden, was ich so im Kopf habe, was Wolle mir denn noch zeichnen muss. Ja, ich bin dann aber jetzt auch erstmal weg, Leute. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.